Im Oktober 2021 haben wir einige Planeten, zwei größere Meteoritenströme und natürlich auch den üblichen Nachthimmel, den ich euch noch zeigen will. Wenn euch das interessiert, bleibt dran und vergesst auch nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Unten ist ein kleiner Button, ihr wisst schon. Hallo und willkommen zum neuen Video. Ja, diesmal die Vorschau auf den Oktober 2021. Wie gesagt, wir haben einige Planeten zu sehen. Ein paar davon sind auch mit bloßem Auge zu erkennen. Dann haben wir zwei größere Meteoritenströme. Da sind auch noch ein paar kleinere da, aber zwei größere, die vielleicht ein bisschen interessanter sind. Und natürlich auch den üblichen Nachthimmel. Fangen wir aber zunächst mal mit den Planeten an. Der Merkur hat ab Monatsende eine gute Morgensichtbarkeit. Ab so dem 19. Oktober um den Dreh kann man den Merkur am östlichen Himmel erkennen, knapp über dem Horizont. Ab dem 22. Oktober bis Ende des Monats hat er eine recht gute Sichtbarkeit hier. Die Venus steigert ein bisschen ihre Helligkeit und ist am Abendhimmel zu sehen. Am Anfang des Monats, so in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober, passiert die Venus ihr Aphel, also ihren Sonnenfernstenpunkt, aber sie hat eine fast ziemlich kreisrunde Sonnenbahn, also da sind nicht so große Unterschiede. Ende des Monats, am 28. Oktober, hat die Venus ist dort in der größten östlichen Elongation zur Sonne. Das heißt, hier sehen wir die Venus halb beleuchtet. Danach nimmt wieder die Helligkeit der Venus und beziehungsweise auch die beleuchtete Fläche, die wir sehen können, ab. Der Mars ist im Oktober 2021 nicht zu sehen, da er sich am Taghimmel aufhält. Aber unser größter Planet im Sonnensystem, der Jupiter, den kann man sehen. Und zwar zieht er sich von der zweiten Nachthälfte so langsam zurück. Am 18. Oktober kommt Jupiter zum Stillstand und beendet damit seine diesjährige Oppositionsperiode und danach wird er wieder rechtläufig. Wie auch der Jupiter zieht sich der Saturn von der zweiten Nachthälfte zurück und wird auch zum Planet der ersten Nachthälfte. Am 11. Oktober kommt er genauso zum Stillstand und beendet damit seine Oppositionsperiode und auch er wird dann wieder rechtläufig. Der Uranus nähert sich seiner Oppositionsperiode, die er Anfang November erreichen wird. Er ist mittlerweile ein Planet der ganzen Nacht, das heißt, er kann die ganze Nacht beobachtet werden. Der Neptun zieht sich vom Morgenhimmel zurück. Er war im September 2021, hatte er seine Oppositionsstellung und läuft gerade rückläufig. Wie auch Jupiter und Saturn kommt der Pluto zum Stillstand und zwar am 6. Oktober. Auch er hat hier eine Oppositionsstellung und wandert danach wieder rechtläufig. Soweit zu den Planeten. Aber wie gesagt, wir haben ja auch zwei größere Meteoritenströme im Oktober. Zum einen die Delta-Drakoniden bzw. auch Oktober-Drakoniden. Sie werden auch die Jakobiniden genannt. Der Name kommt vom Kometen 21P Giacconini-Zinner. Das ist der Komet, der bewegt sich in 6,5 Jahren ungefähr einmal um die Sonne. Und immer wenn die Erde dort seine Bahn kreuzt, beziehungsweise sich seiner Bahn nähert, fliegen wir durch die Überreste dieses Kometen, die er so ein bisschen verteilt. Und dadurch haben wir die Meteoriten am Himmel. Zum anderen haben wir auch die Orioniden. Die Orioniden sind auch hervorgerufen durch die Überreste eines Kometen. Und zwar eines relativ bekannten Kometen, und zwar des Hellischen Kometen. Die Oktober-Drakoniden sind so vom 4. bis 8. Oktober. Hier streift die Erde die Bahn des Kometen. Das Maximum werden wir voraussichtlich am 8. Oktober haben hier. Die Anzahl der Sternschnuppen, die wir beobachten können, schwankt hier erheblich von Jahr zu Jahr. Zum Beispiel 2011 gab es eine besonders hohe Anzahl mit bis zu 400 Sternschnuppen pro Stunde. 2012 war auch eine verstärkte Aktivität zu beobachten und auch 2018 hatten wir an die 100 Sternschnuppen pro Stunde.
Das heißt, das ändert immer je nachdem, wie wir die Bahn kreuzen und wie viel da auch an Restmaterial des Kometen so in unsere Atmosphäre reinkommt, so ein bisschen. Aber ich denke mal, da könnten wir vielleicht mal wieder Glück haben und einige Sternschnuppen sehen, wobei die Vorhersage für dieses Jahr bisher nicht ganz so gut ist. Die Orioniden, die haben ihr Maximum am 21. Oktober. Da werden allerdings nur bis zu ca. 20 Meteore pro Stunde erwartet. Der Strom, durch den wir da fliegen, ist allerdings auch recht breit, sodass wir hier Sternschnuppen der Orioniden vom 1. Oktober bis zum 7. November sehen können. Den Sternhimmel habe ich euch eingestellt für den 15. Oktober, diesmal um 20 Uhr Sommerzeit. Wenn umgestellt auf Winterzeit, wird erst am 31. Oktober. Hier haben wir zunächst einmal den Blick nach Süden, was hier auch um 20 Uhr Mitte des Monats auffällig ist. Natürlich der Saturn direkt im Süden, ein bisschen südöstlich davon dann den Jupiter. Das heißt, mehr zu Beginn des Monats sind die beiden noch ein bisschen mehr südöstlich, wandern dann aber im Laufe des Monats um diese Uhrzeit immer mehr nach rechts. Mitte des Monats haben wir hier auch den Mond, der dann bei den beiden in der Nähe steht. Wenn wir jetzt hier nach oben schauen im Süden, beziehungsweise dann schon mehr Südwesten, haben wir immer noch das Sommerdreieck aus den drei hellen Sternen Deneb im Sternbild Schwan, Vega im Sternbild Leier und Altair im Sternbild Adler. Der Schwan, den sehen wir hier so schön die Milchstraße entlang fliegen. Das heißt, auch wenn der Mond mal nicht stört und wir eine schön dunkle Nacht haben, können wir auch hier schön die Milchstraße betrachten. Wenn wir uns jetzt aber hier schon ein kleines Stückchen weiter drehen Richtung Südosten, Osten, sehen wir schon ganz präsent typisches Herbststandbild, den Pegasus mit diesem Kasten, der dann auch Herbstviereck genannt wird. Direkt anschließend an den Pegasus haben wir hier ein bekanntes Sternbild, die Andromeda. Hier finden wir dann auch unsere Nachbargalaxie, die Andromeda-Galaxie. Sie wird auch Andromeda-Nebel genannt, weil man sie bei einem dunklen Himmel, wenn der Mond nicht stört und so weiter, auch mit bloßem Auge schon als kleinen nebligen Fleck erkennen kann. Ihr könnt die ganz einfach finden, und zwar wenn ihr hier den Kasten des Pegasus habt, einen Stern rüber zur Andromeda, dann noch einen Stern weiter und hier von Mirach nach oben haben wir einen hellen Stern und dann hier verlängern wir einfach gerade nochmal ungefähr um die gleiche Länge und kommen dann zu einem kleinen nebligen Fleck. Das ist dann die Andromeda-Galaxie. Die Andromeda-Galaxie kann man auch in dem Fernglas schon einigermaßen gut sehen, mit einem Teleskop natürlich um einiges besser. Ist auch ein schönes Objekt für Fotografie, Astrofotografie-Anfänger, weil es ja doch recht hell ist. Ihr dürft hier auch gar nicht zu hoch vergrößern, weil die Andromeda ist doch ein recht großes Objekt am Sternenhimmel. Jetzt gehen wir hier nochmal ein bisschen raus und kommen dann hier weiter zum großen Himmelsweh der Cassiopeia. Auch ein auffälliges Sternbild, das zu diesen nördlichen Sternbildern gehören, die nicht so richtig untergehen. Steht jetzt hier Mitte des Monats, wie ihr seht, im Nordosten. Wenn ihr jetzt hier vom Viereck des Pegasus diesen Kasten hier unten verlängert über den Stern der Cassiopeia, habt ihr ungefähr von dem Eckstern des Pegasus zu diesem Stern der Cassiopeia hier nochmal verlängert, hier rüber kommt ihr auch zum Polarstern. Der Polarstern hat ja die Eigenschaft, man kann ihn das ganze Jahr über an der gleichen Stelle sehen, weil sich so der Himmel scheinbar um unseren Polarstern dreht. Da habe ich auch vor kurzem erst ein Video gemacht zu den Sagen und Geschichten rund um den Polarstern. Wenn es euch interessiert, ich verlinke es euch nachher auch mal unten in der Videobeschreibung. Ja, der Polarstern ist nicht, wie viele denken, so der hellste Stern am Himmel. Das ist, wenn wir jetzt um diese Zeit schauen, da drehe ich noch mal ganz kurz in den Süden.
Den hellsten Stern, den wir hier aktuell dann sehen können, ist hier oben im Sommerdreieck im Sternbild Leier die Vega. Und was noch heller ist, ist natürlich hier unten der Jupiter, der also von den Objekten, die man für einen Stern halten könnte, dann das hellste ist. Natürlich der Mond, der überstrahlt dann alles nochmal richtig, wenn der mal so richtig angeleuchtet wird. Aber zurück in den Norden. Wie gesagt, hier haben wir den Polarstern, gehört zum Sternbild des kleinen Bären. Und auf der anderen Seite von der Cassiopeia über den Polarstern kommen wir hier zu einem anderen bekannten Sternbild, dem großen Wagen bzw. dem großen Bären. Der große Wagen haben wir hier den Kasten und hier diese Deichselsterne. Der Bär geht in diese Richtung weiter, da haben wir hier den Kopf des Bären. Das sind diese Deichselsterne des großen Wagens, sind der Schwanz des Bären und hier unten die Beine. Der große Wagen kann auch benutzt werden, um den Polarstern zu finden. Und zwar, wenn wir hier von der hinteren Wagenklappe hier hinten verlängern, so circa 1, 2, 3, 4 Mal hoch, kommen wir auch dann zum Polarstern. Was im Nordosten jetzt schon relativ hoch ist, ist das Sternbild Perseus. Damit haben wir jetzt auch so ziemlich alle Protagonisten der Perseus-Sage am Himmel. Perseus, die Prinzessin Andromeda, das geflügelte Pferd Pegasus. Hier unten dann den Walfisch, also das Seeungeheuer, das sich die Prinzessin schnappen will. Dann haben wir hier die Cassiopeia, die Mutter der Andromeda, und Cepheus, den Vater der Andromeda, den König. Da hatte ich vor längerem auch schon mal ein Video gemacht zu der Sage des Perseus am Sternenhimmel, verlinke ich euch natürlich auch unten. Wenn wir jetzt von Perseus Richtung Cassiopeia gehen, sehen wir auch am dunklen Sternenhimmel schon mit bloßem Auge hier so ein nebliges Fleckchen, ziemlich in der Mitte zwischen Perseus und Cassiopeia. Und zwar ist das H und G Persei. Das sind zwei wunderschöne offene Sternhaufen. Ich tue mal hier ein bisschen rein. Ist in der Software hier gar nicht mal so schön wie in Real. Also in Real sind das wunderschöne, sag ich mal, diamantartig schon fast, wenn man sich das anschaut. Kann man auch schon in einem Fernglas einigermaßen beobachten. Oder dann im Teleskop, wenn ihr das euch so einstellt, dass ihr die beiden zusammen seht. Ist also ein wunderschönes Objekt zum Beobachten. H und G Persei sind hier diese beiden offenen Sternhaufen. So, von da aus wandern wir jetzt ein kleines Stückchen weiter am Norden vorbei. Wir sehen jetzt hier auch den Bärenhüter mit dem hellen Stern Arctur, wie er jetzt untergeht. Auch die nördliche Krone am Untergehen und den Herkules, also so, ich sag mal, die Frühlings- und Frühsommersternbilder verschwinden jetzt hier. Im Herkules, der jetzt so ziemlich genau im Westen steht, haben wir auch ein Objekt, das man sehr gut finden kann. Und zwar den Herkulesnebel auch genannt, weil man ihn auch mit bloßem Auge am dunklen Himmel schon sehen kann. Das ist ein Kugelsternhaufen, der sogenannte M13. Wenn ich jetzt hier nochmal reinzoome, da seht ihr vom Herkules diese, ich nenne es jetzt mal Becherform. Und wenn ihr jetzt hier auf dieser Seite des Bechers nach oben geht, so ungefähr auf 2/3 bis 3/4 der Höhe, sieht man hier dann den nebligen Fleck. Den man dann im Teleskop schon sehr gut sehen kann. Das ist ein wunderschöner, heller Kugelsternhaufen, den man dann dort beobachten kann. Was wir auch noch haben aktuell, ist natürlich im Sternbild Leier ein planetarischer Nebel. Ich zoome hier auch nochmal rein. Und zwar habt ihr hier unten das Parallelogramm im Sternbild Leier. Und zwischen den unteren beiden Sternen, so ziemlich genau in der Mitte, ein kleines bisschen nach unten. Ich gehe da jetzt auch nochmal näher hin. So, an der Stelle, ich schaue mal, ob ich es kurz einblenden kann hier.
ja, hier haben wir den sogenannten Ringnebel. Der Ringnebel ist ein planetarischer Nebel, sogenannte Sternleiche könnte man sagen. Das ist praktisch so das, ja, das Rest, den Rest, den der Stern so zu seinem Tod nach außen abgestoßen hat. Ich habe jetzt mal hier jetzt die Grafik eingeblendet. Hier ist er natürlich jetzt wunderbar in bunt. Wenn ihr den mit bloßem Auge anschaut, seht ihr den natürlich nicht so bunt, sondern ja, wie so ein grauer, in die Luft geblasener Rauchklingel sieht er dann aus. Es gibt hier jetzt noch einen zweiten planetarischen Nebel, der auch sehr leicht zu finden ist und der sehr schön ist. M27, der sogenannte Hantelnebel. Den finden wir jetzt hier innerhalb dieses Sommerdreiecks zwischen dem Sternbild Pfeil und dem Sternbild Füchslein. Ist relativ einfach zu finden, weil er sich hier so im ersten Drittel der beiden so circa bei der Hälfte befindet. Ein kleines bisschen näher beim Pfeil. Ich zoome mal hier rein. Hier natürlich auch als bunte Grafik. Wenn ihr den dann im Teleskop seht, sieht er so ein bisschen aus wie so ein, ja, graue Hantel, so eine neblige Hantelform, beziehungsweise vielleicht wie so ein angebissener Apfel. Soweit dann zum Sternhimmel im Oktober 2021. Hier gibt es jetzt dann noch weitere Videos von mir, vielleicht etwas Interessantes für euch dabei. Vergesst nicht die Videos, die ich euch unten verlinke. Ansonsten über einen Daumen hoch würde ich mich natürlich immer freuen, gerne auch einen Kommentar. Ansonsten wieder bis zum nächsten Mal. Tschüss.